Super Truck. Es ist fast Weihnachten in Car City. Nur noch 5 Minuten und dann ist es an der Zeit, dass der Weihnachtsmann seine Geschenke an all die Bewohner der Erde verteilt. Susie, wo ist das Problem? Du scheinst es sehr eilig zu haben. Der Weihnachtsmann hatte nicht genug Zeit, alle Geschenke für Weihnachten zu verpacken. Aber es ist doch fast Mitternacht. Wie wird er das schaffen? Aber natürlich, wir rufen Supertruck. Er hat immer eine Lösung parat. Karl, jemand braucht deine Hilfe in Car City. Es ist Susie. Die Geschenke für Weihnachten sind noch nicht fertig. Und der Weihnachtsmann braucht Hilfe beim Einpacken, damit er sie verteilen kann. Kannst du helfen? In welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln, Karl? Susie, keine Panik. Supertruck ist gleich. Da! Du hast recht, Susie. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wie sollen wir das schaffen, Supertruck? Supertruck, du hast die Zeit angehalten. Du bist fantastisch. Richtig. Susie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Geh bei Supertruck Huckepack. Er wird dich in 0, nichts an den Nordpol bringen. Ihr seid angekommen, Freunde. Schaut, das sind die Geschenke, die noch eingepackt werden müssen. Supertruck, du solltest deine Maschine benutzen, um die Geschenke einzupacken, sobald Susie dir die Pakete bringt.
Gut gemacht, Freunde. Ihr habt es geschafft. Susi hat recht, Supertruck. Wir sollten jetzt alle besser im Bett verschwinden. Sonst kann der Weihnachtsmann all die Geschenke ja gar nicht verteilen, die ihr geholfen habt einzupacken. Und schon seid ihr zu Hause. Vielen Dank, dass du Weihnachten gerettet hast, Supertruck. Und fröhliche Weihnachten. Und fröhliche Weihnachten auch für euch alle. Karl, der Transformer-Truck. Hallo Frank, was hast du vor? Du siehst besorgt aus. Wurdest du gerufen, um ein Feuer zu löschen? Dann solltest du dich besser beeilen. Sei vorsichtig, Frank. Du willst natürlich schnell ankommen, aber pass auf, dass du keinen Unfall baust. Schau, da ist Matt. Er will, dass du langsamer fährst. Er weiß wohl von dem Feuer. Oh, du hast das Feuer gesehen, Matt? Und du zeigst Frank eine Abkürzung, um hinzukommen? Gute Idee. Dann dreh mal besser um, damit Frank dir folgen kann. Auf geht's. So ein Feuer kann sich schnell ausbreiten. Ach du liebe Güte, das ist ja ein riesiges Feuer. Zum Glück ist das ein leerstehendes Gebäude und niemand befindet sich darin. Meinst du, du schaffst das, Frank? Die Flammen sind ziemlich hoch oben. Sollen wir nach Karl suchen, damit er Supertruck um Hilfe bitten kann? Okay, dann wollen wir mal. Karl? Karl! Entschuldige die Störung, aber das ist ein Notfall. Frank bekämpft gerade einen großen Brand und er könnte Hilfe gebrauchen. Kannst du Supertruck fragen, ob er helfen kann, Karl? Großartig! Auf geht's! In welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln, Karl? Natürlich, in ein Feuerwehrauto. Fantastisch, Karl. Du bist rot wie ein richtiges Feuerwehrauto. Wow, du siehst so anders aus, Karl. Dann mach dich mal auf den Weg. Matt. Hey, Matt. Hier ist Supertruck. Oh, armer Matt. Du hast Supertruck gar nicht ankommen sehen, oder? Hier lang, Supertruck. Mach deine Sirene an. Gute Nachrichten, Frank. Hier ist Supertruck, um dir zu helfen.
Gute Arbeit, Frank. Hervorragend gemacht, Supertruck. Zusammen habt ihr es geschafft, das Feuer zu löschen. Ihr könnt jetzt eine Verschnaufpause einlegen, Matt und Frank. Die Gefahr ist gebannt. Und Carl, ich meine Supertruck, du kannst nach Hause fahren und wieder Musik hören. Danke, Jungs. Wir sehen uns. Come on.